Immer mehr Menschen fliehen vor Krieg und Gewalt nach Deutschland. Vergangenes Jahr waren es mehr als im Jahr 2015. Auch damals sind vor allem aus Syrien viele zu uns gekommen. Für die Kommunen ist die Unterbringung eine Herausforderung. Die saarländische Landesregierung baut deshalb in Ensdorf ein Containerdorf, wo Geflüchtete übergangsweise wohnen sollen. Nicht alle finden die Bedingungen dort aber gut. Martin Brinkmann berichtet. Knapp 50 Menschen haben am frühen Nachmittag auf dem RAG-Gelände in Ensdorf gegen das hier geplante und zum Großteil schon errichtete Containerdorf demonstriert. Ihr Hauptvorwurf: Mit dieser Art der Unterbringung werde man den Menschen, die zu uns kommen, nicht gerecht. Die Container sind viel zu klein, um Menschen wirklich vernünftig unterzubringen. Und vor allen Dingen haben wir hier ein hausgemachtes Problem. Durch die Umwandlung des Lagers Lebach in eine Daueraufenthaltsstätte ist zu wenig Platz da. Und das muss man, wenn man ernsthaft sich bemühen will, eine Lösung zu finden, muss man zuerst das Lager Lebach wieder zu einer Stelle machen, wo Menschen nur ein, zwei oder drei Monate untergebracht werden. In dem Containerdorf auf dem ehemaligen Grubengelände plant das Innenministerium, maximal 300 Flüchtlinge unterzubringen. Das Projekt kostet fast 10 Millionen Euro und wir haben 23.000 leerstehende Wohnungen hier im Saarland. Und da kann ich mit 10 Millionen Euro, wenn man das mal runterbricht auf den Monat, sind das pro Person 2.700 Euro pro Monat. Da kann ich einfach eine viel bessere Lösung finden als so ein menschenunwürdiges Containerdorf. Kurzfristig wäre da für uns beispielsweise die Anmietung von Jugendherbergen oder Hotels denkbar. Das ist ja auch zum Teil schon gemacht worden, aber da gibt es auch weitere Potenziale. Und von daher halten wir für das Containerdorf hier in Ensdorf für keine Lösung. In dem insgesamt 7000 Quadratmeter großen Containerkomplex sollen die Menschen für rund ein Jahr wohnen. Bisher hat das Saarland ca. 13.000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen aufgenommen und es werden weitere erwartet.